vielen herzlichen Dank für eure zahlreichen Abos, vor allem auch in den letzten Monaten. Und das bedeutet mir schon sehr große Wertschätzung für meine Arbeit, die ich mache, und spornt mich natürlich auch für weitere Videos an. Ja, und heute bin ich mit dem Radl unterwegs. Im Sinne des Umweltschutzes trage ich auch meinen Beitrag dazu bei. Aber der Hintergedanke ist natürlich, dass ich möglichst flexibel mich am Seeufer bewegen will, weil ich habe nicht mehr viel Zeit. Die Sonne geht gleich unter und ich bin jetzt einfach auf der Suche nach einer neuen Fotolocation, die gut wirkt. Und ja, ich mache ein bisschen Sport nebenbei und hoffe, schnell eine Location zu finden. Bis gleich. Für den Sonnenuntergang habe ich meine Location jetzt gefunden und kann mich noch nicht ganz entscheiden, ob ich jetzt eher den Steg hinter mir fotografieren soll oder die Gleise, die hier ins Wasser reinlaufen. Ich gehe jetzt wie folgt vor. Ich suche mir zuallererst meine Bildkomposition. Schau mir genau an, wie wirkt der Steg und der Himmel am besten. Ich glaube, ich werde den Steg nur zu 1/3 aufs Bild nehmen und den Himmel zu 2/3. Dann baue ich vorne meine Filter drauf. Also ich werde auf jeden Fall einen ND-Filter verwenden, dass ich das Bild länger belichten kann, um die Wellen entsprechend glätten zu können. Und ich werde über den ND-Filter dann auch nochmal einen Verlaufsfilter draufschieben, um einfach den Himmel, also den oberen Bereich des Himmels, noch schöner abdunkeln zu können, damit ich im Lightroom nachher nicht so viel Nacharbeit habe. Ich muss schon sagen, der Ammersee ist schon wirklich lebenswert. Ich bin echt gern da und werde noch viele, viele Fotos und Videos vom Ammersee machen und hoffe, ihr bleibt auch in Zukunft am Start. Und dann suche ich mir doch jetzt gleich mal meine optimale Einstellung. Ich muss noch tiefer gehen, um diese 2/3 Himmel aufnehmen zu können. Und das geht dank des Rolleistativs relativ zügig, fix und easy. Ich habe jetzt gerade festgestellt, wenn der Horizont genau in der Bildmitte ist, wirkt das Bild einfach viel besser. Ich wollte ja zuerst diese 2/3 Himmel aufnehmen, aber mittig sollte der Horizont sein. Es wirkt einfach geiler. Jetzt schraube ich die Filter drauf, weil die Sonne ist gleich weg. Was ich auch immer beachte, ist, dass ich manuell fokussiere, und das mache ich, bevor ich die Filter drauf schraube, weil wenn die Filter erstmal drauf sind, da sieht man eh nichts mehr, dann ist alles dunkel. Und deswegen habe ich jetzt manuell fokussiert und versuche jetzt einfach das Objektiv da vorne am Fokusring nicht mehr anzufassen. Da kommt jetzt als nächstes mein Haida Filteradapter drauf und dann geht's los. Jetzt kann ich nur hoffen, dass meine Filter einigermaßen sauber sind vom letzten Mal. Genau, einigermaßen. Ich habe ja einen Kaschmirpulli an, da kann ich den Filter schon auch mal hier sauber machen. Deswegen habe ich immer Kaschmirpullis an. Gut, und jetzt schiebe ich mal den ND-Filter rein. Dann wird das Bild schön dunkel. Super. Passt. Und jetzt ist mir wichtig, eine Auslöseverzögerung von 5 Sekunden an meiner Kamera einzustellen, damit das Bild nicht verwackelt, wenn ich auf den Auslöser drücke. Und ich möchte das Bild ja auch noch zusätzlich im oberen Bereich verdunkeln, dann nehme ich hier diesen schönen Verlaufsfilter her. Der kommt vorne vor den ND-Filter drauf, wird reingesteckt. Und zwar nicht zu viel, ich will es nicht übertreiben. Zu meinen Settings an der Kamera. Ich belichte jetzt 10 Sekunden lang, um die Wellen wirklich schön glatt hinzubekommen. Habe eine 18er Blende gewählt, dass der Sonnenstern schöner aussieht. Ja, ISO 100 und go for it. Auslöseverzögerung ist eh drin. 10 Sekunden kann echt lang sein. Wow, traumhaft.
Jetzt versuche ich es mal mit einer 30 Sekunden langen Belichtungszeit. Vielleicht sieht man die Wolkenzieher noch etwas besser, obwohl sich die Wolken eigentlich kaum bewegen. Und das ist halt echt, was für mich Fotografie ausmacht. Ruhe, Entspanntheit, die Natur in ihrer vollen Schönheit genießen und einfach starr aufs Wasser gucken und es einfach nur genießen. Das Ganze bei mir ist immer so ein Try-and-Error-Thema. Die Kamera ist einigermaßen in der Waage und los geht's. Die Sonne geht jetzt eh gleich unter, dann ist eh vorbei. Aber jetzt nehme ich noch schnell die Gleise auf, die da ins Wasser reinfahren. Das muss noch sein. Ja, und jetzt könnt ihr entscheiden, welches Bild geil ist. Ich bin gespannt, schreibt es unten in die Kommentare. Auch 10 Sekunden Belichtungszeit, Blende 18, bin gespannt. Ich kann jetzt schon sagen, das Bild taugt mir 0,0 mit den Gleisen. Ich gehe wieder hoch auf meinen Steg. Ja, was der Bauer nicht kennt, mag er auch nicht. Gell? Aber es ist echt schade, dass diese Gleise nicht so richtig geil wirken mit meinem Objektiv. Ich habe es auf 16 mm vorhin eingestellt. Hat nicht die Tiefe gebracht, die ich mir vorgestellt habe. Vielleicht wäre ein 10 mm Objektiv viel besser dafür. Nur da hast du wieder das Problem mit den großen Filtern. Dann braucht man 155 mm Filter. Oh yeah, Baby. Deine Bilder schauen Zucker aus. Der Sonnenuntergang ist in 10 Minuten hier durch. Also ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Meine Devise. Ich muss auch hier in meiner Filmkamera ständig den ISO-Wert weiter nach oben schieben. Ich bin jetzt schon bei ISO 400, weil das Licht ändert sich jetzt so schnell. Es hat jetzt nur 5 Minuten gedauert, dass die Sonne jetzt hinter den Bergen so oder hinter den Bäumen da hinten untergegangen. Jetzt mal schauen, was ich noch rausholen kann. Wie ganz hibbelig jetzt eigentlich schon wieder. Jetzt will ich gar nicht mehr so viel um heißen Brei reden. Jetzt wird der Himmel rot, jetzt kommt es drauf an, jetzt muss ich funktionieren. Es ist schon so dunkel, dass ich 30 Sekunden lang belichten kann in diesem 64-fachen ND-Filter. Wahnsinn, gell? Auf einer Blende 11 oder 13. Ja, jetzt habe ich genau das Licht, was ich will. Ja, Hilfe. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so dunkel, dass ich länger als 30 Sekunden belichten muss. Und dann nehme ich meinen Aodelan-Fernauslöser her. Ich werde jetzt mal auf eine Minute gehen. Das funktioniert ganz gut in dem Bulb-Modus. Ich habe vorhin mal kurz drauf gedrückt und stoppe jetzt bei 59 Sekunden wieder durch Drücken der Auslösetaste im Bulb-Modus die Kamera. Alter, schaut das geil aus. Wow, das muss ich euch mal zeigen. Also heute ist mein Plan aufgegangen, einen wunderschönen Sonnenuntergang hier am Ammersee aufzunehmen. Ich bedanke mich wirklich fürs Zuschauen, wer bis zum Schluss auf jeden Fall dran geblieben ist. Respekt! Abonniert meinen Kanal für weitere Videos und dann sage ich bis bald, euer Sigi.